Nun ist mir auch klar, warum das gerade an diesem Ort als einzig möglichen der Unmöglichkeitsgenerierung entstehen konnte. Denn bei anderen Lebewesen, bei denen die sexuellen Funktionen, die Reproduktion reibungslos funktioniert, bei den Eierlegenden, bei den Ausbrütenden, auch bei den Mammalia, solange nicht diese sexuellen Dysfunktionen wie beim Sprechwesen als Ursache der Sprachgenerierung, als Tröstungsapparat, wie im afanesischen Mythen beschrieben, existieren, gibt es nicht diesen Protest, gibt es nicht dieses Aufklaffen, gibt es nicht dieses Protompseudos. Das Protompseudos, diese Unmöglichkeit, dass nämlich der Ort des Werdens gleichzeitig der Ort der Ewigkeit, der Persistenz, der Universalisierung, des Paradieses sein soll, der Ort der Vereinigung und sich dann als der Bruchort, als der verräterische, als der entfremdende, enteignende, vorübergleitende, der schmerzerzeugende, dieser Inversionsort von Schmerz zu Lust, von Ekstase zurück wieder in das Entsetzen. Ohne diesen Protest, ohne dieses Unglaubliche und ohne dieses unmöglichen Vorgang in den nicht mehr funktionierenden Sexualbeziehungen hätte es das Denken, die Denkentstehung nicht gegeben. Also produzierte das Sein einen Unmöglichkeitsort, der zentrale Pfortenort ist für Leben und Tod, der fragilste, der komplexeste von vornherein schon. Und nahm dies dann zum Anlass, an dieser Stelle die Bruchpforte, die Bruch-, Verrats-, Lügen-, Brechungs-, Hürdenebene zu erzeugen, an denen der Protestschrei des Entsetzens sich aufmachte und das Bewusstsein, das Spiegelreflexionsbewusstsein generierte. Wie wir schon an anderer Stelle gesagt haben, hat Freud gesagt, es kann ganz gar nicht anders sein als diese Überdeterminiertheit, der die Erfahrung der Psychoanalyse kennt, des von Gott, des Unbewussten, das uns unsere Welt erschafft. Und wir sagen, es kann gar nicht anders sein als dieser unmögliche Kampf von zwei Kompartimenten, dieses Unbewussten des Über-Ichs und des Es, die miteinander stritten, seitdem diese Dysfunktionalität in die Sexualität gekommen ist, seitdem die Ausdauerhochspannung in unendliche Weiten verschoben worden ist, seitdem der Vergewaltigungs- und Überwältigungsakt der nachträglichen Tröstung, des Gemurmels, der Sprache bedarf, um die Beißhemmung, die Beißtötungshemmung aufzuheben gegen den sexuellen Imperativ, wie das Elaine Morgan beschreibt und wir in das afanesische Mythen beschrieben haben. Das ist das Urprotompseudos und es benötigte es. Es benötigte diesen Unmöglichkeitsvorgang, dieses nicht mehr hinhauen, um dieses große masochistische Operationsobjekt des absurden menschlichen Lebens zu erzeugen, damit aus der Absurdheit selbst die Unmöglichkeit entstünde, das Sein am Ende sich reflexiv anschauen zu machen, ob dieses primären Zweifels, ob dieses primären Enttäuschung, ob dieses primären Verrats, ob dieses primären Entsetzens angesichts der Tatsache, dass wir verloren sind, aber verloren wären, wenn wir nicht verloren wären, nämlich nicht zu denken, nicht zur Erkenntnis zu kommen, wie wenig wir unseres Körpers mächtig sind, wie wenig wir der Lokalitäten der Inneneinnistfähigen mächtig sind, wie wenig wir der Liebe des anderen zugetan sind, wie wenig wir etwas gegen diese Alienierungen, diese Drittveränderungen, diese Okkupierungen durch das übermächtige Keimplasma, das die Tiere nicht bemerken, das Rhizom, das alles umschlingt, das alles determiniert, das alles für seine Zwecke okkupiert, wie wenig wir dagegen ausrichten können und am Ende, wie wenig wir gegen das Unabwendbare grundsätzlich fundamental überhaupt nichts machen können, dass dieses uns in Einzelteile zerlegt und alles ausradieren wird, was
das gewesen sein würde, dass das gerade hier spricht. Womit dann man sagen muss, wahrlich, wir sind sowieso verloren, auch wenn wir verloren wären, wenn wir nicht verloren wären.